Scheint nicht richtig zu sein. Hatte ich schon hier vielleicht? Nee. Nee, man dreht ja nur und mit rechts geht man wieder raus. Genau. Und viele Möglichkeiten habe ich nicht. Ja, ich weiß, dass ich das da irgendwie hindrehen muss. Das ist mir schon klar. Kloßbrühe. Was willst du denn? Ja, diese rote Holzplatte schimmert merkwürdig. Da ist was dran. Oder soll ich hiermit irgendwas? Aber das geht doch gar nicht. Guck mal hier. Ich habe nur hier diese Symbole. Und ich gehe sofort raus, wenn ich rechts drücke. Und so weit komme ich nicht. Weiter geht's nicht. Also muss ja hier mit irgendwas sein. Los, was? Auf, ja, vielleicht hilft halt mein Okular. Das nutzen wir ja schon. Das kann ich noch nehmen. Das macht aber auch irgendwie keinen Sinn. Was haben die sich denn dabei gedacht? Ich kann das ja nur so drehen. Kann ich hier... Ah. Schön, dass ich das auch mal sehe. Oh, guck mal. Mit einmal ging es von ganz allein. Ein Knopf. Eine aufwendige Holzkiste. Wir haben eine aufwendige Holzkiste gefunden. Kann man da auch runter gucken? Ah, hier. Jetzt sieht die aus wie ein Stern. Wartet mal, da war so ein Sternschloss. Hier oben. Ist das das, was wir nochmal gucken? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist das Symbol, was wir einstellen müssen wahrscheinlich. Geht mal weg. Wo ist denn jetzt diese olle Dings wieder? Oh, da. 1, 2, 3. 1. Oh Gott. 2, 3. Nee, das war's nicht. Wieder hindrehen. Ja. Ein Kreuz. Ich habe doch gesagt, ein Kreuz. Ach, nun komm. Dreh dich. So, jetzt ist es richtig. Ein quadratisches Kartenstück und ein Brief. 9. August. Die Gesellschaft hatte völlig recht. Wie konnte ich nur derart blind sein? Ich habe einen Abschnitt in ihrem Scriptus Nocti gefunden, eine Beschwörungsformel, der die Energie zu ihrem Antrieb fehlt. Nur genau diese Energiequelle habe ich. Heute Abend beschwöre ich Astaroth herbei, den die Babyloner Ishtar nannten, den Fürsten der Ankläger und der Inquisitoren, den Enthüller aller Geheimnisse. Ist die korrekte Verbindung erstellt, wird alles Wissen des Nullelements in mir gehören. Ich platze fast vor Spannung. So viel gilt es vorzubereiten. No, das hört sich ein bisschen sehr nach Teufelsbeschwerung oder so an. Ah, halt! So, nun bin ich ja mal gespannt. Setzen wir das mal da oben ein. Oh. Was ist das?
was. Ach, abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Spiel fortsetzen. Das machen wir natürlich. Gleich. Lied. Ich habe ja gesagt, ich spiele das jetzt einfach durch, soweit wie ich komme. Ah, das kennen wir schon. Kann ich jetzt hier endlich mal was machen? Eine große Runde Aussparung. Ja, schön. Mehr geht hier aber noch nicht. Da kann ich nicht draufklicken. Hier kann ich draufklicken. Ach so, damit stelle ich denn das wieder her. Ach, eine Kurbel, da habe ich gar nicht hingeguckt. Ein Messingkurbelgriff. Und noch ein Schreiben, 15. August. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe die Beschwörungsformel genauestens eingehalten. Astaroth ist nicht erschienen. Keine Antworten haben sich offenbart. Mehr Fragen. Die Visionen haben zugenommen. Sie bedrängen mich. Und ich kann nicht allzu lange an einem Ort aufhalten. Ich versuche, sie im Blick zu behalten. Doch die Linse schmerzt meinen Augen. Ich habe ein Mittel gegen die Schmerzen zusammengestellt. Wer mir folgt und dieses Tagebuch findet, ich vermag dies nicht zu beschreiben. Die Welt der Menschen kennt keine Worte, mit denen es sich erläutern ließe. Das Haus ist nunmehr so sehr gewachsen, überall finden sich Räume. Wo setzen wir denn die Kurbel ein? Was ist denn das da in der Mitte? Ein kleiner Spalt in der Mitte des Tisches, ja. Wo können wir diese Kurbel einsetzen? Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Hier kann ich noch. Dann geht es darauf. Ach so. So. Das auch gelöst. Was kommt denn da raus? Oh Gott. Das kennen wir schon vom anderen Rätsel. Ich kann jetzt hier nichts machen. Oder? Nein. Ein Schwert? Ein Schwert. Ach ja. Da ist das Schwert. Ich muss jetzt wieder dieses Symbol zusammenstellen, das weiß ich, aber die Platte lässt sich hier nicht drehen. Schon mal. Und das ergibt ja jetzt wenig Sinn hier, dieses Gekrakel. Hallo, ich will dich drehen. Nee, ich kann nur das hier drehen. Was ist das hier? Ach, das ist der. Der da, die Kurbel. Kann ich jetzt... Nee. Die Vorderseite des Holzrahmens schimmert auf einmal so seltsam. Ja, ich weiß. Wir sind ja schon dabei, aber... Irgendwie geht das nicht. Ich muss was anderes... Jetzt kann ich nicht mal raus hier. Hallo? Ach, ich war nicht richtig drin. Ah, Kacke. So, so ungefähr, ne? Na, ich wollte schon sagen, das ist doch jetzt fertig. Ein verzierter alter Dolch. Erscheint dann mal eben so. Und die Öffnung passt genau zu einer Klinge. Oh
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Planetenmodell? Oder was soll das jetzt hier werden? Was soll ich denn jetzt hier einstellen? Wo kriege ich denn das jetzt wieder her? Was hier rein muss? Hier mal gucken. Ich kann hier auch Doppelklick drauf machen, da passiert nicht viel. Ah, das ist vorbei. Ich muss hiermit irgendwas machen. Bloß was? Ich müsste ja wissen, wieder welches Muster ich einstellen muss. Es muss einen Hinweis auf den Code geben, ja. Ja, geh weg. Hallo. Ein Hinweis auf den Code. Die sind ja so eine Kästchen, aber haben die jetzt was zu sagen? Und ja, das ist ja ziemlich wahllos, ob das Okular den Code für die Tasten enthüllen kann. Ja. Kann jetzt hier nichts machen. Ja, ist das jetzt Zufall oder? Machen wir nur die drei? Weil die haben eine andere Farbe. Ich spekuliere jetzt einfach nur. Den Code für die Tasten. Ach da! Oh. Ob ich das wieder jetzt aus dem Kopf hinkriege? Ich könnte es mir auch aufmalen. Ah, das war richtig. Ah, jetzt dreht sich das hier wieder. Das nächste Sternbild. Das Auge. Das Sternbild des Augen. Auge. Oh, jetzt dreht sich das Planetenmodell. Gibt es denn hier was Neues? Ah, hier, guck mal, hier sieht man. Das ist ja klasse. Hahaha. Scheiße. Ist das fies? Oh, das ist genial gemacht. Kann man die anhalten? Erstmal gucken, dass einer wenigstens stimmt. Ach du großer Gott. Kann ich hier irgendwas machen? Stoppen? Anhalten? Nein, gar nichts. Ja, ich weiß, das mache ich ja gerade. Hier bei dem Ding kann ich nichts tun. Und auf die Planeten stoppen geht auch nicht.
Kann ich das Ding hier irgendwie stoppen? Hallo? Ach so. Wo ist denn da der Klöppel? Ist das jetzt weg? Hier ist es. Ach so, wartet mal. Da war ja wieder so eine... Die habe ich jetzt erstmal ignoriert. So eine Gabel müssen wir machen. Ich glaube, das war nicht richtig, ne? Nee. Es waren zu viele. So muss das sein. So, 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 so. So ist es doch einfacher. Ein Auge. Ein großes Goldamulett. Das erscheint dann mal einfach hier so. Kommt das vielleicht hier rein? Tatsächlich. Gott, was passiert jetzt? Jetzt verschwinden die Planeten! Ah, Okular. Ich habe aber hier nur ein Pfeil. Nanu, was denn jetzt? Hallo? Bisschen fummelig. Aber so standen sie doch. Ein Holzrahmen. Ich kann geradewegs durch ihn durchsehen. Es ist ein weiteres Muster für die Tasten. Ach so, wieder der Holzrahmen. Ich drehe das mal anders. Mal gucken, was denn passiert. Ob denn das Muster auch anders ist? Ja. Sind die unten? Durch den Rahmen kann ich nur einen Teil des Musters für die Tasten sehen. Kann ich das Ganze irgendwie drehen? Ja, kann ich. Oh, geh weg, Text. Unten beiden, in der Mitte einer. Dann wieder darüber zwei, außen. Und... oben eine. Wo sind die Tasten? Hier. Das war richtig. Wer bist du? Da ist was drin. Inventarobjekt gefunden. Die Energiequelle zur Nutzbarmachung des Nullelements. Ach, die haben wir jetzt gefunden? Interessant. Was nun? Jetzt soll ich mir so ein Ding da zusammendrehen? Wie soll das denn gehen? Kann ich das hier drinne? Kann ich das... Achso, ich mal raufklicken.
Jetzt kann ich das drehen. Da fehlt was. Das kann ich mir angucken, ja. Jetzt bin ich hier drinne. Wo bin ich denn jetzt?